Das ist Skuma. Das war Skuma, das waren Skuma-Fläschchen. Ich hab's genau gesehen, Inigo. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Wir befinden uns in der Zwergenruine Bitharedams und sind auf der Suche nach einer Person, die wir töten sollen, für einen Daedra-Fürsten, um an ein magisches Artefakt zu kommen. Und wir wechseln das Gebiet. Ist da jemand? Ja, das kann schon sein, dass da jemand ist. Vielleicht. Eventuell. Ist aber immer nett, dass die Gegner fragen, dann weiß man, dass jemand da ist. Huch, unsere Begleiter machen das schon, oder? Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwie toller Loot. Nein, unsere Begleiter machen das nicht. Wer macht das dann denn? Wer macht das denn dann? So, deutsche Sprache. Na, ich dachte, du möchtest vielleicht nach da vorne laufen. Huch, was bist du denn? Was ist das? Ja. Bleib stehen! Mr. Dragonfly says we are very skilled. Ja, wir sind absolut skilled. Das steht doch komplett außer Frage, oder? Hat das Mr. Dragonfly jemals bezweifelt? Okay, gut, ja. Früher vielleicht. Als wir unsere Kriegerquest nicht geschafft haben. Da dachte sich Mr. Dragonfly auch, oh Mann, auf was für einen Haufen habe ich mich hier eingelassen. Ich dachte, ich bin hier mit Profis unterwegs. Eisenschwert der Funken. Können wir eigentlich alles nehmen? Oh, Inigo. Oh, es tut mir leid. Oh, haben die... Verlieren die tatsächlich Öl? Das ist ja cool. Ach, den hatten wir schon gelootet. Ja, da war was. Drängelt euch nicht immer vor, oder dränge du dich nicht immer vor, Inigo? Angesenktes Fell. Das ist, weil du dich vorgedrängelt hast. Ich hätte das wegblocken können, aber... This place does not smell healthy. Ja, das hört man an deinem Gehuste, Inigo. Es riecht hier nicht besonders gesund, meint er. Was, wie riecht denn etwas gesund? Was riecht denn gesund und wie riecht etwas ungesund? Das ist seltsam. Oder riecht ihr auch immer an Aloe Vera und denkt, das riecht aber gesund. Etwas sieht gesund aus oder ungesund, aber riechen? Das ist seltsam. Andererseits gut, Katzen. Ich denke, Katzen haben da einen ganz anderen Geruchssinn. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus hier. Ist da jemand? Ja, das ist, ist da jemand da oben? Ich wusste es. Ja, ich auch. Ich habe euch viel genug gehört. Boah, das ist so ekelhaft. Wirklich. Können wir uns anstecken damit eigentlich? Mit was auch immer? Ich finde das sehr cool. Sehr angenehm. Huch. Sehr angenehm, dass sie im Hintergrund bleibt und auch mit dem Bogen schießt. Das hatte ich ja auch bei Vinja schon gesagt. Dass mich das tierisch nervt, wenn angegeben wird, das ist ein Begleiter, der Fernkampf macht und dann hast du ihn die ganze Zeit mit seiner Nahkampfwaffe im Nahkampf. Geht mir tierisch auf die Nerven. Eisenkehlstück. Wunderschön. Möchte ich nicht haben, glaube ich. Und du? Das ist eigentlich nichts Besonderes. Inigo! Können wir krank werden durch den Mist hier? Nein. Offensichtlich nicht. Ach, da sind wir hergekommen, oder? Sind wir da hergekommen? Ich bin verwirrt. Orientierung. Nein, wir sind von da gekommen. Wo ging's denn dahin? Workshop. Ja, dann gehen wir doch erstmal ins Dwelling. Was auch immer das Dwelling ist, oder? Gucken mal. Schlaft ihr? Was? Was? Wer schläft? Hier drüben! Oh, mir ein kleines Schlafzimmer. Hör auf, mich anzukotzen. Das ist nicht freundlich. Toll, für 20 Gold sind wir hier reingegangen.
dachte, hier gibt es jetzt irgendwie ein Special Tresor oder so. Irgendwas Tolles. Oh, hier gibt's vielleicht ein Special Tresor. Na? Nein, ein Buch. Biografie der Wolfskönigin. Yay! Werde ich nicht lesen. Wie gesagt, Bücher werden auf jeden Fall größtenteils, sofern es keine Questbücher sind, in Let's Read Skyrim erscheinen. Dann muss ich euch hier nicht mit behelligen. Also wenn ihr euch für die Bücher interessiert... Ach, Inigo, das hört sich nicht gut an. Wenn ihr euch für die Bücher interessiert, dann guckt doch meine Let's Read-Folgen. Hashtag Eigenwerbung. Muss auch mal sein, gelegentlich. Okay, hoch oder... Was haben wir hier? Geht's hier auch weiter? Oh, hier ist eine Kiste. Das ist eine Halskette der Feuerresistenz. Können wir ihr noch eine Halskette schenken? Wir schenken der Frau Schmuck. Ja, I'd appreciate it if you'd keep your hands to yourself. Ja, das versuchen wir. Wir wollen dir ja eigentlich nur die Kette umlegen. Würdest du dich mal bitte rumdrehen? wo ist denn die Kette jetzt? Ah, so eine Maske. Wo ist die Kette? Da ist die Kette. Hast du sie an? Ja. Until next time. Ja, das klingt schon ein bisschen freundlicher. Als. Okay, ciao. Okay, da ist auch nichts. Haben wir überhaupt Musik? Es ist so ruhig irgendwie. Wir müssten doch allmählich mal am Ende ankommen, oder? Boah, der Pfeil sieht immer noch so klein aus. Ach du Heilige! Das ist ja eine Riesenruine. Huch! Was? Seit wann können die Feuerbälle spucken? Ich möchte doch da hinten noch gucken. Hast du vertragen? Okay, Inigo macht einen Schaden, aber die Gegner vertragen, finde ich, relativ normal Schaden. Ach, Inigo! Jetzt schnieft er schon. Verbänderte Eisenrüstung. Wunderschön. Stahldolch der Furcht. Dich die gelootet? Nein, offensichtlich nicht. So viel Zwergenöl. Was passiert hier? Oh, das ist... Gut. Kann man das auch wieder ausmachen? Geht automatisch aus. Wow, also sie kann auf jeden Fall, also Bogenschießen kann sie. Kann man nichts gegen sagen. Fellrüstung. Das Bild dazu. Oh. Ich habe das noch nie umgedreht. Ich dachte einfach immer nur, das hätte einen lila Rahmen. Ich habe nie darauf geachtet, dass das so einen 3D-Effekt hat. Hat es wahrscheinlich auch nicht, oder? Normal. So. Man sieht eigentlich nicht, dass es eine Kiste ist. Das ist ja cool. In so einer total kitschigen, pinken Box. Herrje. Derjenige, der mir diese Mod empfohlen hat, wusste der, dass diese Dinger in so einer Box sind? Würde mich mal interessieren. Ich bin eigentlich tatsächlich ja normalerweise... Hier kommt man endlich mal wohin, wo man sonst nicht hinkommt. Oh, Inigo. Ich bin ja eigentlich jemand, der eben in diesem Menü nicht unbedingt immer... Hier, man kann sich ja wirklich alles angucken. Ich könnte mir ja auch diese Flasche besonders angucken. Ich bin niemand, der sich das wirklich anguckt. Obwohl ich jemand bin, der eigentlich fast für alles immer irgendwelche Texturen-Mods hat. Und trotzdem gucke ich es mir nicht genau an. Wahrscheinlich bräuchte ich diese Texturen-Mods gar nicht. Mich hat letztens
tatsächlich derjenige gefragt, der mir meinen PC zusammengebaut hat. Mein PC-Fuzzi, so wie ich ihn immer nenne, hat mich letztens gefragt, als ich Skyrim, die alte Version... I think I am coming down with something. Nein, nicht krank werden, Inigo. Kriegst gleich einen Medizintrank, wenn wir draußen sind. Derjenige hatte mich gefragt, als ich die Skyrim-Version gemoddet hatte und geschrieben habe, mit wie vielen Mods ich es gemoddet hatte, dass er sich immer wieder fragt, wie mein PC diese Vergewaltigungen aushält. Ja, das frage ich mich hin und wieder auch wieder. Nein, eigentlich muss man sagen, ich achte ja wirklich darauf, dass ich den PC nicht quäle und ich bin eigentlich, was PCs angeht, immer sehr, sehr vorsichtig. Ich bin nur jemand, der, wenn es mal Probleme gibt mit PCs, dann finde ich sie. Aber das nicht, weil ich schlecht mit PCs umgehe. Zum Beispiel Windows-Bugs. Windows 10 Bugs habe ich, glaube ich, alle durch. Habe ich alle mal gehabt, alle mal gesehen. Mit allen mal Probleme gehabt. Wegen allen mal den PC neu aufsetzen müssen. Das ist bei mir wirklich schlimm. Und das, obwohl ich teilweise sogar weniger mit dem PC mache als manch andere. Also ich greife jetzt nicht irgendwie in den PC an sich ein oder so. Eigentlich gar nicht. Ich modde nur. Und selbst da mache ich ja eigentlich nichts. Also ich übertakte ja jetzt nicht irgendwie meine Grafikkarte noch zusätzlich oder sonst was. Also was viele andere dann teilweise machen, um Skyrim zu modden. Da zwingen die ihren Rechner so richtig in die Knie, aber das tue ich ja nicht. Also mein PC ist nicht in den Knien. Bis auf diese 3D-Trees-Mod. Da habe ich ihn irgendwie in die Knie gezwungen, glaube ich. Aber ich habe sie dann ja auch wieder entfernt. Das ist ja... Was tun wir da? Oh! Sehr gut. Wo ist Inigo schon wieder? Huch, er hat ihn gerade getötet mit dem Gift. Er versteckt ein bisschen mehr. Das war schon alles. Oder die? Die hat gerade echt ihre Begleiterin da getötet. Inigo, wo treibst du dich schon wieder rum? Bergmannstiefel, die haben alle Bergmannstiefel an. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich... Book of UUNP gibt es, glaube ich, auch für die normale. Es tut mir leid, ich muss mir das gerade mal aufschreiben. Book of UUNP. Eigentlich finde ich diese Rüstungsmod nämlich relativ cool. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich es für die normale Skyrim-Version habe. Ja, das ist. Schwarze Magierrobe. Inigo! Wo bist du? Auf jeden Fall nicht bei uns. So. Den hatten wir schon. Und hier haben wir wieder Golderz. Das ist so bitter. Inigo, das tut mir so leid. Dass wir hier unseren Begleitern antun. Gut, sie findet sich damit ab. Allerdings redet sie auch wirklich nicht viel. Was tatsächlich jetzt auch nochmal... Irgendwo vermisse ich es ein bisschen, aber irgendwo ist es auch nochmal angenehm, wenn man mal einen Begleiter hat, der eben nicht die ganze Zeit das Ohr... voll schwätzt. Das war wirklich schlimm. Mir persönlich ging Vilja ziemlich auf die Nerven. Das ist furchtbar. Was ist das hier für eine Riesenruine? Wir müssen andauernd Gebietswechsel machen. Und was ist das? Ist das euer... Ist es gedeckt? Esst ihr das? Aber diejenigen, die ihn anbeten, diese Befallenen... die so ein bisschen darüber jammern, dass sie befallen sind. Sind die nicht selber schuld, wenn sie einen Daedra-Fürsten anbeten, der für Krankheit und Pest und so weiter steht? Ist man da nicht selbst dann für verantwortlich, wenn man Krankheit und Pest erleidet? Schon irgendwie, oder? Huch. Ist da gerade unsere Laterne angegangen? Mann, erschreckt mich doch nicht so. Oh. Der tut weh. Warum kann ich nicht casten? Ich habe gerade zweimal versucht, die Heilung zu casten. Wo ist denn... Was nehmen wir denn? Zaubertrank der höchsten Heilung, der kleinen Heilung. Die können wir mal wegmachen eigentlich. Dwemer... Ja gut, das Dwemer-Zeug kann man zwar einschmelzen, aber das brauchen wir auch nicht, weil wir haben hier eigentlich genügend... Also Zwergenbarren haben wir wirklich genügend. Und bei dem inoffiziellen Skyrim-Patch, von dem ich am Freitag erzählt habe, hat
Da habe ich übrigens die Dwemer-Version. Da gibt es nämlich zwei Versionen. Einmal die Zwergen-Version und einmal die Dwemer-Version. Ich wollte nämlich den Namen Dwemer nicht abändern. Das fände ich irgendwie komisch. Für mich sind das einfach Dwemer-Ruinen und keine Zwergen-Ruinen. Genauso wie die Rüstungen und so weiter. Und das Erz ist für mich einfach Dwemer und kein Zwergenerz. Das ist irgendwie komisch. Keine Ahnung. Aber da könnt ihr natürlich entscheiden, wie da euer Geschmack ist. Wenn ihr das lieber Zwergenbarren und sowas nennen wollt oder Zwergenruinen, dann könnt ihr das natürlich den anderen Patch benutzen, sozusagen. Okay, da wird es wahrscheinlich weitergehen. Wo geht's denn dann da oben hin? No. Zu Gegnern. Hat die was an? Hier so Mini-Kleidchen. Da, die tun sich immer selber weh. Die rotzen sich, entschuldigt, aber die rotzen sich immer gegenseitig an mit ihrem grünen Gezeugs da. Grünen Gezeugs. Genau. Wortneuschöpfung. Sacrifice. Darin bin ich übrigens auch gut. Wortneuschöpfungen. Ach. Ja, da ist, oh. Hallo. Wo kommt ihr denn her? Haben wir euch irgendwie gestört? Lass ihn anrotzen, Inigo. Dann. Wow, was hat der denn für eine Haut? Ich glaube, das ist die fortgeschrittene Stufe, oder? Wow. Wir dampfen so ein bisschen. Ich glaube, die Säure war nicht so gut geheilt. Uns mal kurz. Das sieht auf jeden Fall. Wow, hier mit den Adern. Ich höre viel Clanking behind these walls. Was? Clanking? Klopfgeräusche hinter den Wänden. Clanking sind, glaube ich, so Klopfgeräusche, oder? Also so hier zum Beispiel gegen das Metall. Gibt es da ein extra Wort im Englischen? Clanking? Wenn man gegen Metall klopft? Oder ist Clanking an sich Klopfgeräusche? Ach, Inigo. Irgendwann müssen wir doch hier mal das Ende dieser Ruine erreichen, oder? Ist das Paladiner-Weekend vorbei und wir sind hier noch nicht durch? Das ist ja eine Katastrophe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier zwei Folgen drin verbringen. Oder? Wir sind jetzt hier zwei Folgen drin, glaube ich. Oh, das sieht gut aus. Der Pfeil ist relativ nah. Wen suchen wir hier? Euchendor? Die grünen Gerüche hier verändern sich in gelb. Huch, Inigo one-hitted. Was tut er? Ich hab eben... Er hat immer noch die gleiche Waffe wie früher. Na. Wir hätten eigentlich unsere Waffe schon viel eher verzaubern müssen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Vielleicht nicht, dass einer denkt, oh, deine Waffen sind voll übertrieben. Warum habe ich Stahlbolzen an? Und zwar haben wir 4 Schadenspunkte in Brand. Also 4 Schadenspunkte in Brand ist eigentlich so eine Standard-Verzauberung. Ich hätte das auch extrem hochsetzen können. Und dann wären sozusagen die Ladungen nach unten gegangen. Also hätte ich jetzt 10 Schadenspunkte gemacht zum Beispiel, dann hätte ich nur 600 Ladungen gehabt. Ich glaube, wir haben jetzt 1300 Ladungen und dafür ein bisschen weniger Schaden. Also es ist nicht übertrieben, definitiv nicht. Und unsere Rüstung, Magieresistenz 14%, da kann man auf jeden Fall noch mehr rausholen. Wir sind in Verzauberung, aber auch, glaube ich, nicht so gut. Schwere Rüstung um 14 Punkte, Feuerresistenz um 27%. Das habe ich eben ein bisschen hochgetrieben, weil ich versucht habe, eben mit dieser einen Ruine klarzukommen, wo wir eben drin waren, für Kotlak. Das Blocken mit einem Schild absorbiert 24% mehr Schaden. Also da habe ich einfach diese Schildverzauberung genommen. Und unsere Flügel? Genau, das ist jetzt nochmal was anderes. Diese Flügel gab es in der ersten Version. Also ich glaube in 1.0 gab es die nur als Tränke. Da hat man sozusagen Tränke geschluckt und dann wieder einen anderen Trank, um die Flügel loszuwerden. Jetzt sind das wirklich Rüstungsteile. Gefällt mir wesentlich besser, als wenn ich da die ganze Zeit Tränke schlucken muss. So kann ich das an- und ausziehen, wie ich will. Und ansonsten, das war's eigentlich. Also wir haben, okay, wir haben noch einen Silberring an mit Magieresistenz und wir haben uns ein Amulett gemacht mit Feuerresistenz, eben wegen diesem Dungeon.
Giftresistenz haben wir tatsächlich ziemlich schlecht. Da müsste ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen drauf achten. Aber wir sind jetzt nicht übertrieben oder so. Deswegen wundert mich das. Das sieht irgendwie spektrale Überbleibsel. Mich wundert, dass die hier so wenig vertragen, diese Gefallenen. Okay, gut, sie sind krank und schwach wahrscheinlich. Rede ich mir jetzt einfach ein. Könnte sein. Vielleicht. Vorsicht, wo ihr hintretet. Nicht runterfallen. Da habe ich eine Eisenherzader, glaube ich, oder? Die sieht auf jeden Fall wieder seltsam aus. Nein, Quecksilber. Okay. Nein, ich möchte jetzt Erz abbauen. Bis später. Aber das ist cool. Sie hat also auch einen Spruch dafür, wenn man... Hallo? Ihr seid ja angstfrei, oder? Inigo ist voll übertrieben. Inigo ist voll übertrieben. Das Kriegersflamme berührt dich. Hallo, Spinnies. Oh, was ist das denn? Oh. Spinnenarbeiter. Was? Nein, was ist das? Dreamer Draman Construct. Was ist das? Kann ich das heben? Ich möchte es mir angucken. Das ist irgendwie so ein Dreamer Gargoyle oder sowas, oder? Was ist das? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Sehr nett designt. Hübsch. Gehört das jetzt zu Immersive Creatures oder gehört das zu... Was gehört das? Gehört das zu den... Kann ich das zünden? Gehört das zu den High-Level-Enemies? Aber das glaube ich auch nicht, oder? Gut, ein paar Gegner sind durch High-Level-Enemies, glaube ich, dazugekommen. Im höheren Level dann. Die ein bisschen anders aussehen. Aber... Das müsste, glaube ich, Immersive Creatures sein, oder? So eine starke Veränderung. Oh, die vertragen hinter uns auch noch eine. Oh. So eine Explosion. Ich habe mal ein paar Mal ein Magier-Bild versucht. Magier-Char bei Skyrim. Und in den ersten Dungeon, in den ich gegangen bin, da dachte ich, es wäre eine gute Idee, in eine Zwergenruine zu gehen. Und da ist mir dann der erste Gegner, der mir begegnet ist, war so eine Spinne und die ist explodiert und die Explosion hat mich weggerissen. Also diese Gegner sind gerade am Anfang überhaupt, Zwergenruinen sind am Anfang echt nicht zu unterschätzen. Da müsste unser Ziel irgendwo sein, oder? Zumindest bewegt sich der Pfeil ziemlich nah. Ja, da ist er. Was? Hallo? Du greifst uns direkt an? Oh, der verträgt. Nein, ich hasse portende Gegner. Und rotzende portende Gegner noch mehr. Ich hasse das. Das ist ein Witz, oder? Inigo war das vollkommen egal, ob der sich teleportiert hat. Der hat in der Teleportation hat er ihn gerade niedergemacht. Aufzugsschlüssel. Die Realität und andere Irrtümer. Dragonhide. Rüstung. Wow, 2000 wert, aber ich nehme es trotzdem nicht mit. Gesundheit regeneriert sich 30% schneller. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Stab des Schutzgeistes. Stahldolch des Entziehens. Ja, die Stiefel, Kollege, also optisch, da muss man echt mal drüber reden. Ja gut, okay, zu seinem Giftdasein passen die vielleicht ganz gut, aber so? Nee, das so. Kleidungswahl, Note 6. Haben wir hier vielleicht eine Special-Kiste oder so für den Dungeon, den wir hier gemacht haben? Für den Aufwand, den wir hier betrieben haben, um hier durchzukommen? Nein? Kein Special-Loot? Ich hasse das, wenn das Lied hier übersteuert. Toll, hier geht's einfach nur... Oh, da ist eine Kiste. Ich habe nichts gesagt.
50 Gold. Wahnsinn. Magika. Wiedererweckung. Witchplate. Müssen wir jetzt eigentlich auch nicht mitnehmen. Beständiger Schutz. Wir sollten vielleicht mal kurz diese zwei Bücher lesen. Ist auch schön hier wieder mit dem Auge. Dann weiß ich wenigstens, was man gelesen hat. Ich glaube, das war bei der 2.2 nicht so, oder? Veränderung auf 23. Ich habe das Gefühl, wenn jedes Mal, wenn wir ein Buch lesen, das Zauber verbessert, verbessern wir es immer auf 24. Ich glaube, wir werden nie darüber hinauskommen. Und beständiger Schutz können wir mal lernen. Werden wir wahrscheinlich nicht benutzen, aber... Möchtest du vielleicht auch hier drauf kommen? Nein, wir fahren ohne dich. Du fährst dann einfach nach, ja? Du kannst gucken, ob da noch Loot ist. Kein Loot mehr gefunden? Es regnet immer noch, oder? Oder schon wieder? Oder immer noch? Weiß es nicht. Ich glaube, es regnet immer noch. Ich frage mich, ob sich das Wetter wieder aufgehängt hat. Das kann nämlich bei Vivid Weathers ist... Vivid Weathers, wenn es euch irgendwann mal spanisch vorkommt, dass es... Wenn es jetzt aufgehört zu regnen, man muss sich nur beschweren. Beschweren hilft immer. Sollte es euch irgendwann mal spanisch vorkommen, dass es sehr, sehr viel regnet. Und gar nicht mehr aufhört zu regnen. Also ich sag mal wirklich, mehrere Tage am Stück, ob ihr jetzt wartet, ob ihr irgendwo schlaft und sonst was. Wenn es einfach gar nicht mehr aufhört zu regnen, dann kann es sein, dass sich Vivid Weathers aufgehängt hat. Das passiert nämlich tatsächlich sehr häufig. Die Vivid Weathers, finde ich persönlich, ist da sehr anfällig. So, aber eigentlich müssen wir ja gar nicht laufen, denn wir können ja eigentlich direkt zurückgehen. Und die Quest abgeben. Ja, sollte sich euer Vivid Weathers da eben, wie gesagt, ich warte jetzt trotzdem mal bis Tag ist, sich euer Wetter da mal aufhängen, dann ist leider die einzige Lösung, meine ich, zumindest habe ich das immer so gemacht, weil es mal im Forum so stand, die einzige Lösung ist dann, dass ihr Vivid Weathers deinstalliert, dann 24 Stunden mindestens, am besten 48 Stunden in einem Bereich wartet, wo es kein Wetter gibt, also am besten irgendwo drin. Und dann speichert und dann nochmal rausgeht, die Mod wieder installiert und dann sollte es wieder funktionieren. Rein theoretisch. Inigo, bist du krank? Yes, my friend. Oh, geht's dir nicht gut? Seit Betadams hustest du ziemlich viel. Bist du in Ordnung? I think Periate left a mark on me. I am unwell. Do not worry. I am sure I will be alright. Oh nein. Hier, benutz mal diesen Krankheitsheilentrank, bitte. Thank you. I will give it a try. Here goes. Das ist Skuma. Das war Skuma, das waren Skuma-Fläschchen. Ich hab's genau gesehen, Inigo. Inigo, geht's dir jetzt besser? I could not drink very much. It made me feel worse, to be honest. Oh nein. I am sorry to say, I do not feel any better, my friend. damn it. Maybe the potion will do its work in time. Vielleicht sollten wir einen Schrein besuchen? It could be a good idea. I am not feeling at my best. Let us visit a temple though, not some shrine out in the middle of nowhere. If I am going to receive a blessing, I would rather go to a trusted supplier. Just in case. Maybe it will not be necessary. Usually I do not stay ill for very long. I will be okay. Probably. Oh nein, Inigo ist krank geworden. Gut, er meint, normalerweise ist er nicht besonders lange krank und er wird eigentlich immer sehr schnell wieder gesund, aber es könnte auch nicht schaden, wenn wir in einen Schrein gehen, um uns heilen zu lassen. Aber am besten nicht in einem Schrein oder zu einem Schrein in der Wildnis, sondern am besten zu einem Schrein in einem Tempel. Denkst du gerade an irgendwas? I am thinking I do not like Periite very much. Oh. Okay, let us get back to it. Oh nein, Inigo ist krank. Verdammter Periite. Wirklich. Gut gemacht, Sterblicher. Alles ist in bester Ordnung. Und Orchendor streift in den Gruben umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt werden.
Und was wird aus den Befallenen? Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendo ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Und wie geht's jetzt weiter? Geht nun. Sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Später. Lebt wohl. Umarmt die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit, Sterblicher. Lebt wohl. Vielleicht sollten wir nach Markas gehen und Inigo heilen. Das wäre, glaube ich, nicht die schlechteste Idee, oder, Inigo? Sollen wir nach Markas gehen? Gut, wir sind jetzt rein theoretisch wieder am Folgenende angekommen. Ich werde jetzt hier einfach mal mit Blick auf Inigo diese Folge beenden und so auch speichern, in der Hoffnung, dass ich es nicht vergesse, dass wir Inigo heilen müssen. Oh je. Vielleicht sollte ich eher Inigo mit Periites Baum angucken. Dann merke ich mir das wahrscheinlich. Und damit entlasse ich euch aus diesem Paladiner-Weekend. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Wochenende wiedersehen würden. Bis dahin, ciao!